Ich habe vor kurzem eine Zuschauerfrage gestellt bekommen bezüglich Chakren, wie man sie öffnen sollte, welche Meditationen ich dafür empfehlen würde. Wenn ihr ausführliche Informationen und Erklärungen dazu braucht, bitte ich euch meine YouTube-Videos anschauen. Die sind etwas umfangreicher, als das Video heute sein wird. Am Anfang muss man verstehen, dass Chakren Energiezentren sind und jedes Chakra ist für eine bestimmte Handlung oder für eine bestimmte Tätigkeit oder auch Emotion zuständig. Ich denke nicht, dass man die Chakren jetzt speziell öffnen sollte, mit den Chakren irgendwie experimentieren sollte. Es ist sowieso der Fall, dass manche Chakren zu aktiv sind bei den Menschen. Man muss halt hier speziell sich selber und anderen scannen können. Und für das Scannen von sich selbst oder von anderen Menschen muss man sehr, sehr feinfühlig sein und dazu bedarf es schon Monate oder jahrelanger Praxis. Oder man hat das von Natur aus, diese Feinfühligkeit, was natürlich nicht alle Menschen mitbringen. Wenn man dieses Scannen von anderen Leuten beherrscht, kann man dann tatsächlich feststellen, inwiefern ein Chakra aktiv bei einem Menschen ist oder schlecht arbeitet. Im Grunde genommen geht es auch viel einfacher. Man muss einfach nur die Verhaltensweisen, die Denkweise des Menschen angucken und analysieren. Und daraus kann man auch schon schließen, wie die eine oder andere Chakra aktiv ist, beziehungsweise schlecht funktioniert dann im anderen Fall. Ich habe hier heute die Chakren als Bija-Mantren für euch aufgezeichnet. Wenn ihr tatsächlich Interesse habt, daran zu praktizieren, speziell auf irgendeine Chakra einzuwirken, um sie zu harmonisieren und Yoga-Techniken dafür verwenden möchtet, empfehle ich euch, die Bija-Mantren zu praktizieren. Wenn wir von unten nach oben das schnell durchgehen und erklären. Ganz unten haben wir die Muladhara-Chakra mit dem Sanskrit-Symbol bzw. dem Buchstaben und wir haben die Bija-Mantra dazu. Bija-Mantra bedeutet Kern oder Samen, das Samen-Mantra, also das ist der Ursprung sozusagen. Im Samen ist ja auch sehr viel Information enthalten, die man entfalten kann, wenn der Samen wächst und bestimmt auch Früchte bildet, also bestimmte Ergebnisse zeigt, so steckt auch in den Bija-Mantren sehr viel tiefere Information drin. Zurückgekehrt zu den Chakren. Das Muladhara-Chakra, das Wurzel-Chakra auf Deutsch genannt, hat die Bija-Silbe Lam, wird auf Sanskrit so geschrieben. Das ist der Strich, unter dem alle Buchstaben auf Sanskrit aufgereiht werden. Und oben dieser Strich mit dem Punkt ist dann der Buchstabe M. Alle Bija-Mantren bzw. Buchstaben werden in ähnlicher Form geschrieben, mit dem M dahinter, also mit diesem kleinen Punkt. Und hier speziell, wenn ihr das Muladhara-Chakra stimulieren bzw. harmonisieren wollt, müsst ihr dann das Lam-Mantra praktizieren, sozusagen, dass ihr euch in Ruhe hinsetzt, die Augen schließt, so euch in einen meditativen Zustand versetzt. Und dann speziell, dass ihr eure Aufmerksamkeit nach unten lenkt. Also Steißbein ist der Punkt, wo sich das Wurzelchakra befindet und der Beckenboden. Euch darauf konzentriert und dieses Mantra repetiert. Also hier die Silbe Lam für das Wurzelchakra. Ihr versucht dabei die Vibration tief durch den Körper zu leiten. Also es soll nicht nur der Hals und die Stimmbänder vibrieren, sondern ihr müsst versuchen, diese Vibration tief durch den Körper zu leiten, bis es am Beckenboden ankommt. Das ist natürlich nicht einfach und man braucht auch eine bestimmte Übung dazu, eine bestimmte Leitfähigkeit und Zustand des Körpers dementsprechend auch. Wir haben hier die Farbe Rot entsprechend beim Muladhara-Chakra, kann man auch kurz aufschreiben. Genau. Weiter geht es mit dem Svadhisthana-Chakra, mit der Silbe Vam. Svadhisthana-Chakra, auf Deutsch das Sakral-Chakra, befindet sich auf Ebene unserer Reproduktivorgane, also
Gebärmutter bei Frauen, beziehungsweise Eierstöcke und bei Männern ungefähr auf der Ebene der Prostata, also ein paar Fingerbreit unter dem Bauchnabel, hat orange Farbe, schreiben wir auch gleich auf, und hat die Bija Mantra Vam oder die Silbe Vam. Okay? Wenn ihr dieses Chakra harmonisieren wollt, müsst ihr entsprechend, wie ich das am Anfang erklärt habe, euch hinsetzen, eine meditative Position, im Lotussitz oder ganz normal auch im Schneidersitz, wenn der Lotussitz noch nicht funktioniert, und rezitiert eben dieses Mantra, dass ihr in eurem Inneren die Silbe und die Vibration warm entstehen lässt und sich durch den ganzen Körper leitet bis nach unten ins Sakralzentrum. Okay? Weiter geht es dann mit dem Ram. Wir sehen schon hier die Silbe Ra, das ist Licht, das ist Feuer und Energie. Wir haben hier die Farbe Gelb, das ist das Manipura-Chakra. Zum Manipura-Chakra gibt es unterschiedliche Theorien. Manche Schulen sagen, es sitzt über dem Bauchnabel, ungefähr auf der Ebene des Solarplexus. Manche sagen, es ist fast auf Höhe des Bauchnabels. Okay? Da gibt es zwei unterschiedliche Versionen, wo das Chakra sich befinden soll. Darauf möchte ich aber nicht näher eingehen, weil das ein sehr langes Thema, um das ordentlich auszuführen. Uns interessiert heute tatsächlich, welche Bija-Mantra, also welche Silbe hier gesprochen oder rezitiert wird, um das Manipura-Chakra zu harmonisieren. Das ist die Silbe Ram. Das R muss rollend kommen und dann das AM. Entsprechend auch mit der Herunterleiten oder Herunterführen dieser Vibration ins Bauchzentrum, also Magengegend, dieser Bereich. Leber, die Leber ist ja auch ein Organ, das mit dem Element Feuer sehr so nahe verbunden ist. Und hier, dieser mittlere Bereich des Oberkörpers, soll dann diese Silbe Ram harmonisiert werden. Man kann sich tatsächlich auch dann die Farben vorstellen, wenn man sich auf das Muladhara Chakra konzentriert, dass man sich die rote Farbe vorstellt, das Mantra singt. Manipura Chakra entsprechend die gelbe Farbe im Bereich Magen, Bauchbereich und dann die Silbe Ram rezitiert. So geht es natürlich weiter. Anahata haben wir die grüne Farbe und die Silbe Yam. Also hier Herzzentrum, Herz und Lunge als Organe. Und Oberkörperbereich, dass hier die Vibration hier entstehen lässt. Das ist natürlich schon einfacher, als die Vibration in den Bauch oder in das Becken runterzuleiten. Wenn man versucht zu singen, ist es sehr einfach, den Brustkorb und die Lunge mit vibrieren zu lassen. Also beim Anahata-Chakra speziell die Silbe Yam. Vishuddha-Chakra, wir gehen weiter, Halszentrum, da haben wir hellblau. Und die Silbe Aham. Also hier lässt ihr die Stimmbänder natürlich auch vibrieren, das Halszentrum, unterer Kinnbereich und hier oben Schlüsselbeinbereich. Also das ist alles die Vishuddha Chakra mit der hellblauen Farbe und der Bija Mantra Aham. Zur Anzahl der Wiederholungen. Natürlich könnt ihr euch eine bestimmte Zeit voraussetzen, dass ihr sagt, jetzt setze ich mich hin für 10 Minuten oder 15 Minuten, rezitiere diese Mantra. Oder ihr könnt natürlich mit der Wiederholungszahl arbeiten, dass er sagt, ich nehme die sakrale Zahl 108 mit einer bestimmten spirituellen Bedeutung auf und wiederholt das eine oder das andere Bija-Mantra dann 108 Mal. Ihr könnt dazu auch eine Mala, eine Gebetskette verwenden, weil es nicht einfach ist, auch die Anzahl im Kopf zu behalten, wie viel man jetzt tatsächlich gesungen hat. Mit dem Mala könnt ihr genau abzählen, wann ihr eine volle Runde erreicht habt, wann ihr bei 108 angekommen seid. Gut, Hals. Zentrum, Vishuddha Chakra, Silbe Ham. Dann gehen wir weiter, Ajna Chakra, das ist Violett. Die violette Farbe hier, Augenbrauenzentrum, hier haben wir die Silbe Om. Aus einem bestimmten Grund werden die beiden oberen Chakren in Sanskrit, die Silben, auf fast eine ähnliche Weise geschrieben. Hier haben wir diesen Haken, den wir oben haben, nicht. Deshalb ist es so, dass hier eine Silbe oder ein Buchstabe fehlt im unteren, also bei der
Ajna Chakra. Das Om, wenn es AOUM ausgesprochen wird, wird so geschrieben, also mit diesem kleinen Häkchen. Diese Zeichen, der aussieht wie eine 3, ist das A, wird A ausgesprochen. Diese Schleife dahinter ist das U. Und diese Schleife mit dem Punkt ist das M. Jetzt habe ich das U auf Russisch geschrieben, aber ich denke, es ist deutlich, das A, U, M dementsprechend. Ist das Sahasrara Chakra, also das Krone-Chakra, ganz oben hat weiße Farbe, der Farbe von einem Diamant, der sehr viele Farben bricht sozusagen. Es ist weiß durchsichtig und strahlt alle Farben. Also wie ein Diamant, der ein Lichtstrahl bricht und in sieben Spektralfarben dann aufteilt. Also schreiben wir hier die Farbe weiß. Es wird natürlich in verschiedenen Darstellungen, in verschiedenen Diagrammen oder Schemen unterschiedlich dargestellt. Manchmal wird das Ajna Chakra auch dunkelblau dargestellt und das Sahasrara Chakra violett, manchmal ebenso. Man hat auch für das obere Chakra unterschiedliche Bijamantren oder Bezeichnungen, was ich im Internet gefunden habe. Zum einen haben wir die Silbe Soham. Soham bedeutet einfach, ich existiere. Es gibt tatsächlich auch eine Atemübung, die genauso funktioniert. Wenn man einatmet, dann spricht man in seinem Inneren, also nicht mit der Stimme, mit dem Kopf die Silbe So. Und beim Ausatmen spricht man die Silbe Ham. Übersetzt bedeutet das einfach, ich existiere. Man kann das auch auf Deutsch gestalten, wenn man einatmet, sagt man ich, wenn man ausatmet, existiere. Das ist eine besondere Meditation oder Konzentrationsübung, die hilft euch, die innere Ruhe zu finden. Weil die Existenz ist nicht gut und nicht schlecht, sie hat keine bestimmte Benotung oder Beurteilung und man kann sehr gut dadurch seine innere Mitte, seine innere Ruhe finden. Also indem man sich nur darauf konzentriert, dass man atmet, beziehungsweise dass man einfach existiert, dass man einfach da ist, ohne an die Zukunft zu denken, was im nächsten Augenblick kommt, ohne auch an die Vergangenheit zu denken, was man jetzt vor kurzem, vor längerem auch meinetwegen erlebt hat. Einfach das Hier und Jetzt einfach in den Augenblick genießen und den Augenblick verleben durch diese Praktik Soham. Natürlich kann man hier auch das AOM bzw. hier das OM rezitieren mit der Konzentration auf das entsprechende Chakra. Die Silbe Aum ist eine universelle Mantra, mein Ton oder Vibration, das alles in sich halt umfängt oder alles in sich beinhaltet. Man kann natürlich auf die einzelnen Chakren eingehen, die einzelnen Chakren also durcharbeiten, durchmeditieren. Man kann durch das AOUM, durch das Singen oder Rezitieren der ganzen Silbe auf seinen ganzen Körper und ganzheitlich wirken. Das ist natürlich ein universelles Werkzeug, eine universelle Mantra, die auch ich empfehle euch zu praktizieren, damit nicht nur ein besonderes Zentrum zu sehr aktiviert wird oder darauf zu sehr eingegangen wird, sondern dass ihr ganzheitlich und komplett auf euren Körper wirkt. So, zum anderen kann man einfach durch seine Verhaltensweise die eine oder die andere Chakra aktiv halten bzw. fördern. Dazu müsst ihr natürlich euch erkundigen bzw. Informationen einholen, für welche Verhaltensweisen welche Chakra zuständig ist. Wenn ich zum Beispiel, was nehmen wir hier für ein Beispiel? Zum Beispiel die Anahata Chakra. Wenn die Anahata Chakra schlecht funktioniert oder geschlossen ist, dann hat der Mensch einfach weniger Mitgefühl, weniger Empathie und weniger Mitempfinden. Der Mensch hat mehr egoistische Interessen und kann schwer Liebe und Gefühle für andere Menschen ausdrücken. Wenn Sie natürlich dieses erreichen möchten oder diese Chakra aktivieren wollen, um mehr Gefühle zu empfinden von anderen Menschen, selber eure eigenen Gefühle, müsst ihr tatsächlich
hier bestimmte Arbeit leisten. Also ihr müsst es nicht nur wollen, ihr müsst tatsächlich an euch arbeiten. Die Verhaltensweisen wären so, dass man lernt, man muss ja beim Kleinen anfangen. Wenn die Energie dort nicht vorhanden ist, dann nimmt sich etwas Kleines zum Beispiel. Es reicht auch, wenn man jetzt sich um eine Pflanze beginnt zu kümmern. Wenn man die Anahata Chakra schlecht funktioniert, man lernt jetzt im Kleinen. Dann kann man sich als nächsten Schritt zum Beispiel ein kleines Haustier anschaffen, sich um das Haustier kümmern, es pflegen und gegenüber dem Haustier bestimmte emotionale Bindung aufbauen, eine bestimmte emotionale Ebene aufbauen, das Anahata Chakra so weiterentwickeln. Und hinterher, wenn es auf menschliche Ebene geht, könnt ihr versuchen, auch gegenüber einem oder mehreren Menschen mehr Mitempfinden, mehr Sympathie zu entwickeln und zu spüren. Das ist natürlich jetzt alles Theorie. Es ist in der Praxis wirklich nicht so einfach und nicht so schnell, wie es in der Theorie erklärt wird. Wenn wir hier zum Beispiel das Vishuddha Chakra nehmen, das Vishuddha Chakra, da erkläre ich euch die Art und Weise, wenn es überaktiv ist. Bei Anahata haben wir das Beispiel gehabt, wenn sie geschlossen ist oder nicht so gut funktioniert und die Energie nicht durchlässt, ist es bei der Vishuddha Chakra so, wenn sie überaktiv ist, dass der Mensch dazu neigt, über Köpfe zu gehen einfach. Also er empfindet hier auch weniger für andere. Er hat seine Ziele, die er hart verfolgt. Und wenn andere Menschen dabei irgendwie zu Leide kommen oder irgendwie sich nicht gut dabei fühlen, ist ihm das mehr oder weniger egal. Dieser Mensch ist sehr von Stolz geprägt, sehr von Hochmut geprägt und sieht außer seinen individuellen Zielen wenig um sich herum. Okay? Dazu helfen bestimmte Selbstanalysen, wenn man sich betrachtet und analysiert und so ein Verhalten bei sich selber feststellt. Muss man erstmal zurücktreten, also und entsprechend eine sehr, sehr gute Medizin oder sehr, sehr gute Abhilfe gegen diese aktive Vishuddha Chakra ist eben Bescheidenheit. Genau, Bescheidenheit. Leider ist es so, dass die Bescheidenheit schwer von selber zu erlernen ist oder schwer zu bekommen ist. Oft ist es so, dass das Leben einen die Bescheidenheit zurückdrängt, wenn durch bestimmte Verhaltensweisen von anderen Menschen, wenn bestimmte Situationen mich aus diesem Hochmut, von diesem hohen Stuhl herunterschlagen, ich wieder auf dem Boden lande, ich wieder falle, ich mich wieder aufrappeln muss, wieder aufstehen muss, wieder in Fahrt gewinnen muss. Und wenn ich dann verstehe, ich bin jetzt nicht der Beste, der Höchste, der Stärkste und der Schönste, das bringt mich in eine bestimmte Bescheidenheit. Bescheidenheit ist dementsprechend auch eine bestimmte Kraft. Durch Bescheidenheit erreicht man im Grunde sehr viel mehr als wie durch Hochmut und Stolz. Man nimmt sich zusammen, man geht irgendwo auch in die Defensive in einem gesunden Maß und kann dann wieder nach vorne gehen und seine Ziele verfolgen. Das muss auch in einem bestimmten Ausmaß sein. Von der Vishuddha Chakra wird es auch so gesagt, dass es auch eine Chakra ist, die mitfühlen lässt. Also wenn sie harmonisch funktioniert, in einem guten Maße funktioniert, kann man das fühlen, was andere Menschen empfinden. Also wenn sie überreizt ist, überaktiv ist, empfindet man nichts für andere. Man sieht nur seine eigenen Ziele, wie ich das vor ein paar Minuten gesagt habe. Wenn die Chakra aktiv und harmonisch ist, kann man sehr gut eine Führungspersönlichkeit werden und sein, kann man sehr gut Situationen und andere Menschen um sich herum ordnen. Jedoch hat man dieses Mitempfinden, dass man sich gut in den anderen Menschen hineinversetzen kann, dass man den Menschen auch hilft, nach vorne zu kommen, wo es für den anderen nicht immer angenehm ist. Der Unterschied zu Anahata Chakra ist, dass man, wenn man zu sehr auf der Anahata Chakra verhaftet ist, dass man den anderen schont und irgendwie ihm nichts Schlimmes und keine Schwierigkeiten wünscht, ist es auf der Vishuddha Chakra so, dass man aus einer guten Absicht sieht, dass der Mensch sich irgendwo irrt, irgendwo stecken geblieben ist in seinem Leben und ihm vielleicht auch durch einen
wie drückt man sich da einigermaßen konform aus, dass man ihn durch eine bestimmte Härte vielleicht auch oder durch eine bestimmte Ernsthaftigkeit hilft, endlich weiterzukommen und hilft ihm, aus der Situation rauszukommen, in der er sich tatsächlich befindet. Meiner Meinung nach ist es so effektiver und besser, mit den Chakren zu arbeiten, eben durch das Erlernen der einzelnen Funktionen der Chakren und dadurch, dass man lernt, sein Verhalten zu ordnen. Das alles, wenn ihr meditiert und praktiziert. Man kann natürlich sich auch hinsetzen und Zeichentrickfilme anschauen. Tatsächlich hat man aber nichts bewirkt. Es muss tatsächlich spürbar sein, dass die Energie arbeitet, dass sich in eurer inneren Energie etwas verändert, dass die Meditation oder die Praxis dieser Mantren tatsächlich Einwirkungen zeigen. Und das sind keine ausgedachten Einwirkungen oder Veränderungen, das sind tatsächliche Veränderungen auch in eurem Befinden, in eurem Bewusstsein, weil es ist abhängig davon, wie ihr eure Umgebung analysiert oder halt aufnimmt, je nachdem, wie eure Chakren arbeiten. Sind die unteren Chakren disstrukturiert, sage ich mal so, und arbeiten unordentlich, habt ihr eher eine Tendenz, depressiv zu sein, schwermütig zu sein, ist das sehr viel schwere Energie auch, wird diese Energie euch nach unten ziehen und treibt euch zu einem bestimmten Verhalten an. Okay, ist unten wenig Energie und die ganze Energie habt ihr durch Praktiken nach oben geleitet, seid ihr ein bisschen abgehoben. Ihr habt euch von der Erde gelöst, ihr fliegt gedanklich in euren Fantasien in irgendwelchen Sphären, denkt euch bestimmte Ideen aus, die nicht ganz gesellschaftskonform oft sind und ihr werdet hier ein bisschen wie ein Außerirdischer behandelt und betrachtet, weil ihr eben diesen Kontakt zur Erde verloren hat. Man muss hier natürlich überall mit einem gesunden Menschenverstand herangehen. Weil ja die Frage gekommen ist, lade euch dazu ein, hier selber nachzugucken, im Internet mehr Informationen für euch einzuholen und diese Sache natürlich auszuprobieren. Das Yoga ist ein Experimentalfeld. Wenn ich eine Idee, eine Meinung oder eine Praktik bekommen habe, muss ich natürlich meine eigenen Erfahrungen darin sammeln. Es kann ja sein, dass bei manchen diese Praxis sehr gut anschlägt und sehr gute Erfolge zeigt. Bei anderen wiederum, egal ob sie stundenlang oder tagelang sitzen und das praktizieren, wird gar nichts passieren. Sie müssen andere Werkzeuge nehmen. Also es gibt keine 0815 Lösung für alle und keine Zaubertablette. Schon gar nicht. Also jeder muss wirklich intensiv und mit einer bestimmten bestimmten Selbsteinsatz auch mit einer Selbstüberwindung an sich arbeiten, um Veränderungen zu erreichen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema dabei ist noch, dass wir hier nicht alleine eingekapselt existieren. Es gibt auch Wesen, Menschen, die, wenn ihr irgendwo sehr viel Energie habt, etwas auch von dieser Energie abhaben wollen. Wenn ihr leer ausgeschöpft seid und keine Energie habt, lassen euch alle in Ruhe. Wenn ihr oder sobald ihr sehr viel Energie aufbaut, vor allem in den oberen Chakren, melden sich dann bestimmte Leute, es passieren bestimmte Situationen, wo man euch diese Energie wieder entziehen möchte. Also es ist sozusagen energetisch auch immer ein Leckerbissen da, wenn ein Mensch sehr viel Energie auf den höheren Chakren hat, auf den unteren entsprechend auch. Da sind aber andere Systeme dann oder andere Situationen dann, die dann geschehen. Okay, ihr müsst verstehen, es gibt so einen Begriff wie Energieparasiten. Es können Menschen sein, es können Systeme sein, es können bestimmte Egregoren sein. Und wenn ihr anfängt, mit eurer Energie zu arbeiten, eure Energie aufzubauen, euer Energiepotenzial, dann kommen die von links und von rechts und sagen: Hey du bist ja hier nicht alleine, komm, du teilst mit uns sozusagen. Dementsprechend müsst ihr dann auch es schaffen, diese Energie bei euch zu behalten. Das ist eigentlich das Schwierigste. Das ist so ähnlich, weil wir Menschen auch nicht gelernt haben und es nicht wissen, wie man diese Energie tatsächlich akkumuliert und bei sich behält. Ein ähnlicher Vergleich ist es so, wie ein kleines Kind, der jeden Tag
1 € Taschengeld bekommt. Und das kleine Kind, wenn es 1 € Taschengeld hat, rennt sofort und gibt diesen Euro aus. Und das macht er jeden Tag, weil er einfach nicht sparen kann. Genau das Gleiche ist bei uns mit Energie. Sobald wir ein kleines Energiepotenzial aufgebaut haben, das passiert ja ständig, weil jeder von uns Energie einfach generiert, sind wir dann bestrebt, so schnell wie es geht, diese Energie links oder rechts auszugeben, sozusagen, weil das Ausgeben von Energie uns einfach Freude bereitet und wir sind normal von dieser Spaßgesellschaft erzogen worden und kennen es nicht anders. Und deshalb ist es auch aus seinem eigenen Verhalten sehr schwer, ein großes Energiepotenzial aufzubauen. Also zum einen sind es Energieparasiten, die dann zu einem kommen und einen Teil abverlangen. Zum anderen ist es das eigene Verhalten, dass man nicht mit einem großen Energiepotenzial umgehen kann, weil man es einfach nicht gewohnt ist, diesen Zustand zu halten. Genau. Zum anderen, wenn wir jetzt auch etwas ein paar Minuten über die Asanas sprechen, hatte ich vor ein paar Wochen sogar eine Frage, auch von einem jungen Mann, ist auch ein Neuling im Yoga, und der stellt mir folgende Frage. Er sagt, ich habe mit dem Yoga vor kurzem angefangen und es ging am Anfang alles sehr gut, doch nach einigen paar Wochen der Yoga-Praxis ist es so, als ob mich etwas zurückhält, Yoga zu praktizieren. Also manchmal, wie ich das aus meiner Erfahrung weiß, sind es Situationen oder andere Menschen, die einen vom Yoga zurückhalten. In anderen Fällen ist es so, es ist, als ob es irgendeine Kraft existiert oder um einen herum aufgebaut wird, die mich einfach nicht nach vorne lässt, die mich einfach nicht in die Praxis hineinlässt und es ist auf einmal dann sehr, sehr schwierig, die Matte auszurollen und tatsächlich sogar Asanas zu praktizieren. Das ist ganz, ganz normal. Das passiert aus diesem Grund, dass ihr eigentlich, wir alle Menschen ja, so ähnlich wie Batterien, immer abgezapft, bei uns die Energie immer abgezapft wird und wir über dieses große Potenzial nicht verfügen, weil über dieses große Energiepotenzial verfügen bestimmte Systeme und Egregoren. Zum Begriff Egregoren habe ich auch einige Videos dazu. Das müsst ihr dann selber im YouTube eingeben und dann diese Videos mit den Erklärungen angucken. Wenn wir zu diesem Thema zurückkehren, wenn ihr dann beginnt, durch Asana-Einheiten eure Energie aufzubauen, wird sie einfach stärker. Und ihr müsst vorstellen, dass ihr euch in einem Feld befindet, also in einem Kraftfeld. Und in diesem Kraftfeld gibt es Verdichtungen, das sind energiereichere Zonen oder Systeme und da gibt es energieärmere Zonen und Systeme. Und die Menschen stehen in ihrer Masse ganz, ganz weit unten, unter diesen Egregoren und Systemen. Und sobald der Mensch beginnt, Energie anzusammeln, wird er stärker, das heißt, er wächst nach oben. Das ist dieses Prinzip, was ich auch schon einmal erklärt habe, das ist so wie ein kleiner Sprossen durch Asphaltboden hindurch muss. Okay, muss sich nach oben durchkämpfen, er muss nach oben durchwachsen und hat diesen riesigen Druck von oben. Und sobald man beginnt, mit seiner Energie zu arbeiten, tatsächlich durch das Yoga seine Energie zu verbessern, stößt man auf Gegenwind, stößt man auf Widerstand. Das ist nun mal, sind nun mal die Regeln dieses Spieles. Klar wird es hart, Yoga zu praktizieren, weil man eben durch diese Schicht von anderen Energien hindurch muss. Man muss sich nach oben durcharbeiten, sozusagen durchpraktizieren. Man hat dann nicht nur diesen Gegenwind, dass es einfach nicht geht, dass man sich nicht dazu zwingen kann, sondern auch von den Situationen im Alltag, von den Mitmenschen, von der Schule, Beruf, Arbeit, von der Familie, dass man irgendwie immer gebremst wird und davon zurückgehalten wird zu praktizieren. Wenn ihr es ernst meint, wenn ihr weit kommen möchtet, müsst ihr natürlich irgendwo auch ein Auge schließen können. Ihr müsst auf die Situationen und Sachen, die euch zurückhalten, irgendwo auch mit einer Ignoranz, sage ich mal so, begegnen und einfach das machen, was ihr für euch vorgenommen habt. Also einfach weiter praktizieren und weiter euch nach oben entwickeln. Es ist natürlich kein einfacher Weg. Es ist kein Rumsitzen auf der Wiese irgendwo in Blümchen und schöne Lieder singen. Das Yoga, wie ich das in den letzten Jahren erfahre, ist eine
sehr, sehr harte Arbeit, ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Zum anderen ist es auch aber eine sehr interessante Angelegenheit. Es ist ein sehr ernster und dennoch ein sehr interessanter Weg. Ich lade euch dazu natürlich ein. Ich möchte euch motivieren, an euch zu arbeiten, weiter zu praktizieren, weil je besser euer Energiezustand sein wird, bleiben wird, desto besser könnt ihr auch auf euch, auf den Raum um euch herum, auf eure Realität wirken, auf andere Menschen wirken. Und je mehr gesündere Zellen, sage ich mal, der Mensch als eine Zelle der Gesellschaft, je mehr gesündere und stärkere Zellen wir in der Gesellschaft haben, desto besser wird es der ganzen Gesellschaft gehen. Leider ist es so, dass wir zu wenig dieser gesunden, guten, starken Zellen haben. Ist halt nun mal so der Lauf der Dinge in unserer heutigen Welt. Sucht euch natürlich Gleichgesinnte dazu, sucht euch Menschen, mit denen ihr zusammen Yoga praktiziert, Menschen, die euch unterstützen zum anderen, weil ich weiß aus meiner Erfahrung auch, es ist schwieriger, alleine etwas zu machen, als wenn man zu zweit oder zu dritt etwas macht. Also da hängt man in der Gruppe zusammen und man muss mit der Gruppe mitziehen. Deshalb nutzt das für euch sozusagen so als Trick, um sich selbst ein bisschen auszutricksen, die eigene Faulheit, die eigene Trägheit auszutricksen, dass ihr jemand anders einladet, zusammen zu praktizieren, beziehungsweise eine Gruppe irgendwo auch bildet. Ihr müsst ja nicht gleich damit Geld machen oder eine Schule aufmachen. Ihr könnt mit ein paar Freunden rausgehen in den Wald, in die Natur, in den Park und dort ein paar kleine Yoga-Einheiten oder etwas meditieren. Da muss man jetzt kein Gelehrter sein oder kein ausgebildeter Yoga-Lehrer sein. Es gibt im Internet genug Praktiken, es gibt im Internet genug Videos und Einleitungen, die euch eine Basis bieten, womit ihr anfangen könnt. Natürlich, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, wenn ihr bestimmte Erfahrungen schon habt, aber irgendwo gebremst wird oder irgendwo euch in eine Sackgasse spürt, könnt ihr natürlich an uns eure Fragen stellen. Wir mit unserer Erfahrung versuchen euch natürlich weiter zu helfen, euch irgendwo auch Anleitungen zu geben, damit ihr auch Erfolge erzielt. Weil das ist ja, denke ich, in unserem gemeinsamen Interesse, dass wir an uns arbeiten. Und je besser es jedem Einzelnen von uns geht, desto besser fühlt sich die Gemeinschaft, sage ich mal so. Deshalb bleibt dran, praktiziert weiter und wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen an mich und ich werde sie vielleicht, wenn es ernsthafte und gute Fragen sind, vielleicht auch in einem Videoblog wie diese Fragen hier beantworten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hier heute versuchen wir auf Folgendes uns zu konzentrieren. Bei A geht die Ausbreitung aus dem Anahata-Chakra, AO, wie ich das am Anfang angesprochen habe. Soweit wie euer Bewusstsein das euch erlaubt, so groß wie möglich dann vorstellen. Entweder so groß nur wie dieser Kreis, so groß wie dieses Land, wie dieser Kontinent, wie der Planet, wie das Sonnensystem oder wie die Galaxie. Bei UM dann wieder komprimieren, in sich zusammensammeln, hier zu dem Punkt, wo es geboren wird, das Mantra. Und bei M schicken wir es dann hoch oder drücken es nach oben, also dass die Energie dann hochsteigt, hier zum Sahasrara Chakra, über den Nacken. Also dieses Ausdehnen, Zusammenziehen, mal ausprobieren, darauf Acht geben, natürlich auch auf die Vibration selber. Gut, wir machen die Augen zu und fangen an. Tief einatmen.